Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ich bin wieder euer Charlie. Wir sind jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet, ja, bei Frankfurt-Hanau die Ecke. Und sind hier mit Massimo und mit Philipp. Und wir wollen ein bisschen mal gucken, was wir hier finden können in diesen Wäldern, die es hier so gibt. Ihr seid dabei. Ich wünsche euch viel Vergnügen und wir wünschen uns Triff Triff. Komm mal gucken. Dann sind wir jetzt hier mal in so einem kleinen Bestand, Mischwald, Stieleichen, normale Eichen. Hier sieht's, da ist ein kleiner Pilz. Muss ich mal, sagt mir nichts. Ja, hier steht ein Sommersteinpilz. Ja, den kannst du, glaube ich, vergessen. Ja, dann leg den mal mit den Sporen nach unten. Ja, hier haben wir dann so eine Stelle, das ist ziemlich unterbewuchs. Da könnte unter Umständen sich was ausgebildet haben, weil dieser Unterbewuchs die Feuchtigkeit hält. Ja, hier haben wir Pfifferlinge. Und hier vorne sind auch noch welche. Ja, also gibt es hier noch ein paar. Die musst du hier ausgraben, wa? Hier ungefähr, ja. Hier steht noch. Boah, ja, hier. Ja, das Schwierige hier ist, man tritt die leicht kaputt. Weil die sind hier unter den Blättern. Ja, hier da vorne. Muss man richtig gucken, wo man hingeht. Ja, so richtige Cluster haben wir hier noch nicht gefunden, aber hier stehen immer so vereinzelte Pfifferlinge rum. Ja, und dann auch noch so versteckt im Laub, da muss man ganz schön gucken. Also wie die sich verstecken, das ist schon eine wahnsinnige Wonne. Ja. Also Pfifferlinge gibt es hier, aber sie sind ganz schön versteckt und man zertritt mehr als man sammelt. Da muss man wirklich langsam, leise weint hier durchgehen und dann findet man auch welche. Ja. Mal schön genau gucken, auch wo man hintritt, denn schnell ist es geschehen. Hat man dann hier so ein paar Pilze zertreten. Und das wollen wir vermeiden. Also bislang habe ich nicht einen Pilz gesehen, außer Pfifferlinge. Nur andere Pilze. Wie gesagt, und den einen Sommerstein, der da stand, der total verwurmt war. Ja. Aber auch schon zertretene dabei. Ich glaube, dass die hier doch. Ja, hier sitzt ein Hase. Weg ist er.
Also das ist ein sehr interessanter Wald. Also du findest hier Pfifferlinge. Aber ich habe bis jetzt noch keinen anderen Pilz gesehen, wie gesagt. Und der vorwitzige Hase war ja auch ein Erlebnis. Ja, mit den Erdwespen muss man aufpassen, wenn man da jetzt beim Pilze suchen genau reintritt. Ich glaube, da kriegt man Spaß. Oder das Laufen. Ja, als Symbol, Symbiosestrauch für irgendwelche Pilze eignet der sich leider nicht. Ja, ja. Ja, mal zu zeigen, wie die sich verstecken kann. Ne? Guck mal. Und hier stehen nicht nur ein, hier stehen viele. Hier, ja, guck mal, hier auch. Also die Pfifferlinge, das ist hier eine ganz interessante Geschichte. Man muss nur gut gucken, die sind hier unter den Blättern. Ja, wie man sieht, hat es sich gelohnt. Ja, Pfund Pfifferlinge ist dabei rausgekommen. Ist ja was Feines. Ja, dann beschließen wir das jetzt hier, unsere Trüffelei in den Hanauer Stieleichenwäldern. Ja, war eine neue Erfahrung. Die Pfifferlinge sind sehr schwer zu finden, die sind unter dem Laub. Naja. Harte Arbeit. Ja, harte Arbeit, genau so sieht's aus. Ja. Wünsche viel Freude mit diesem Film gehabt zu haben. Könnt aber noch mal vorspielen, noch mal von vorne gucken, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja, und wir verabschieden uns mit einem normalen Trüff, Trüff.